In dieser Stellung gibt es nur einen Zug, der gerade noch so für Schwarz das Remis hält. Ob Ex-Weltmeister Vishyanand gegen die neue südhessische Nummer 1 Hikaru Nakamura diese akkurate Verteidigung fand oder nicht, das und noch vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Dieses Video ist ein ganz besonderes. Von allen Highlight-Videos, die ich gemacht habe oder gemacht haben werde, ist es sicherlich das Entscheidende, denn in dieser Runde, in der 10. Runde, kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Big Dogs der Bundesliga, Serienmeister USG Baden-Baden. 13 Titel am Stück haben sie inzwischen gesammelt und jetzt der Herausforderer, Tabellenführer SC Viernheim. Und am Samstag, dem 24. Februar 2024, war es soweit, die beiden Top-Mannschaften trafen in der Schachbundesliga bei der Zentralrunde in Viernheim, also damit ein kleiner Heimvorteil vielleicht für die Mannschaft aus Südhessen, aufeinander. Wie das Match ausging, das könnt ihr besonders neugierigen Zuschauer unter mir schon sehen, aber ich nehme euch trotzdem mal durch die Spannungskurve dieses Matches. Also, dieses Turmendspiel war eines der entscheidenden sicherlich auch in diesem Kampf. Und auch ein anderes Turmendspiel werden wir uns später noch anschauen. Aber zunächst einmal wollen wir mit der Partie zwischen Baham Maksoglu und Vincent Keimer beginnen, denn die, habe ich mir gedacht, gucken wir uns in der Gänze an. Ich kann euch aber noch einmal vorher die Dramaturgie des gesamten Kampfes schildern. Und zwar gingen zuerst die Bretter 4 und dann 2 mit Unentschieden zu Ende. Ich glaube, Brett 4 war mit Abstand das schnellste. Ihr seht das hier unter mir. Shakhriyar Mamedyarov gegen MWL spielten eine super lange Theorievariante aus dem offenen, aus dem offenen Spanier. So. Und das ist eine Waffe, die Shakhriyar natürlich ganz gerne mal anwendet. Und deswegen zeigt er sich natürlich auch exzellent vorbereitet, kannte die Theorie gefühlt 40 Züge und MWL kannte sie nur bis zum 37. oder sowas, so war es gefühlt. Die Partie war auf den ersten Blick für die Zuschauer total wild, aber der große Teil davon war natürlich Vorbereitung und am Ende gab es dann auch eine Punkteteilung mit Schack mit einer Stunde 49 auf der Uhr. Mit einer Stunde 40 ist er gestartet, also er kannte das Ganze quasi noch aus dem FF. Zweite Partie, die Remis gegeben wurde, war unsere zweite Schwarzpartie an den oberen Brettern, das war Nurdirbek Abdusatorov mit Schwarz, der hielt sich gegen Richard Rapport problemlos schadlos und so sah das dann relativ früh schon ganz gut aus. In solchen Spitzenkämpfen ist natürlich die Strategie mit Schwarz erstmal sicher stehen und halten und mit Weiß mal gucken, was passiert, ein bisschen pushen. In dieser Konstellation mussten auch die Weißbretter nicht so richtig großes Risiko gehen, denn mit einem 4:4 hätte Tabellenführer Viernheim die Baden-Badener natürlich trotzdem noch auf Distanz gehalten, wenn auch nur auf einen Mannschaftspunkt. Baden-Baden konnte sich gegen den Hamburger SK, nicht durchsetzen und da kam es zum 4:4 Unentschieden. Obwohl der HSK, obwohl sie eine sehr starke Mannschaft sind, bis vor diesem Wochenende auf dem vorletzten Tabellenplatz standen, aber das trügte ein bisschen dieses Tabellenbild. Danach ging die Partie von Bassem Amin am 8. Brett gegen Radek Wojtaszek ebenfalls mit Unentschieden aus. Das war dann schon das dritte Schwarzremis, also alles nach Schlachtplan. Und auch Anton Korobov gegen Alexander Dunchenko remisierten kurze Zeit darauf. Anton hatte zwar Weiß, hat aber aus der Öffnung nichts rausholen können und musste dann selber zuschauen, dass er abwickelt in ein gefahrloses Endspiel, was ihm dann auch gelang. Und so stand es nach ungefähr 3 Stunden Spielzeit 2:2 Unentschieden mit 4 Remisen. Aber an allen anderen Brettern hatten wir, also die Viernheimer, Vorteile. Und zwischenzeitlich sah es auch so aus, als hätte es durchaus 6:2 ausgehen können. Also, dass alle 4 dieser Bretter gewonnen werden würden. Das trat so nicht ein, aber so wie es eintrat, war es auch nicht verkehrt. Und die Partie, die wir uns am genauesten anschauen wollen, ist das Meisterwerk von Baham Maksoglu. Leider auf Kosten des deutschen Nationalspielers und Weltklassespielers Nummer 1, Vincent Keimer. Nummer 1 in Deutschland natürlich. Bald auch der Welt. Wir alle drücken ihm die Daumen. Und Baham hatte eine schwere Situation, denn in der Runde davor am Freitag
Gegen Deitzisau hatte er gegen Rustem Dautov verloren und das relativ chancenlos. Hat da ein bisschen zu viel Risiko genommen, um mit Schwarz auf Gewinn spielen zu können. Und das rächt sich halt manchmal gegen solch starke Spieler. Deswegen war er hier ein bisschen unter Druck. Man möchte natürlich nicht eine Doppel-Null kassieren, gerade in so einem wichtigen Match. Und trotzdem schaffte es Barham, ohne großes Risiko mit Weiß seinen Anzugsvorteil auszuspielen und den Gegner unter Druck zu setzen. Es kam hier das abgelehnte Damengambit aufs Brett und dann katalanisch. Vincent schlug früh auf C4 und spielte hier Läufer B4 Schach und A5. All das ist der Theorie sehr gut bekannt. Auch noch etliche Züge weiter. Barham spielte hier Dame C1, um den Bauern doch mal zurückzubekommen. Die Idee ist häufig, dass Schwarz nicht so leicht mit B5 diesen Bauern schützen kann, weil es dann auf dieser langen Diagonale doch sehr windig wird. Läufer schlägt D2, Dame schlägt D2, Entschuldigung, kam. Springer schlägt D2 ist natürlich auch nicht unlogisch, aber Dame schlägt D2 gilt als noch etwas genauer. Und dieser Bauer würde dann später vermutlich mit einem der Springer abgeholt werden. Vincent spielte C6, um diesen Läufer ein bisschen einzudämmen, A4, um B5 zuvorzukommen, kam aber trotzdem B5 und das ist eine konkrete Variante, wo Weiß jetzt mit einem kleinen Doppelangriff den Bauern zurückgewinnen kann. Pausiert gerne an dieser Stelle das Video und fragt euch einmal selbst, wie genau kann Weiß hier einen Doppelangriff fahren? Logisch wäre, irgendwas mit dem Springer zu versuchen, vielleicht nach G5, vielleicht geht hier irgendwas und auf der langen Diagonale ist dann natürlich der Turm angegriffen, aber nein, das Feld G5 ist richtig, nur die Dame geht hier hin mit diesem Doppelangriff. Schwarz ruchiert, deckt diesen Bauern auch aus dem Schach raus und Weiß hat jetzt schon recht viel Zeit mit der Dame verloren, dafür aber die etwas bessere Struktur. All diese Züge sind der Theorie noch bekannt. Und jetzt gibt es Dame schlägt A5, was natürlich auch ein sehr logischer Zug ist. Auch Dame A4, meine ich, sei schon gespielt worden. Aber Barham spielte hier eine Neuerung. In der Live-Kommentierung erzählte er, dass er diesen Zug gesehen habe, dass er eine Möglichkeit ist, er ihn sich ein bisschen angeguckt habe, aber hat aber keine super tiefe Vorbereitung, keine stundenlange Theorielektüre oder Analyse mit der Engine, sondern er hat gedacht, das ist ein gut spielbarer Zug, mein Gegner wird da sicherlich aus dem Buch sein, ich kenne noch ein paar Ideen, let's go. Dame C5 hier. Nach Dame A5, falls ihr euch fragt, was ist hier wohl die Idee von Schwarz, er hat ja jetzt einen Bauern weniger, die Idee ist Läufer B7, so eine Art Spieß, allerdings geht hier natürlich Dame schlägt D8 und jetzt ist Turm schlägt A1 wichtig. Nach Turm schlägt D8 hat Weiß einen Bauern mehr, ohne echte Kompensation für Schwarz. Also Turm schlägt A1, jetzt wieder mit Doppelangriff. Die Dame muss den Turm auf F8 schlagen, eine bessere Lösung gibt es nicht, weil hier wird es auch ein bisschen ungemütlich dann später für den König, wenn man jetzt mit der Dame weggehen wollte. Deswegen Dame schlägt F8 hier der richtige Zug, König schlägt F8. Ja, und jetzt hängt dieser Springer. Man muss ruchieren. König D2, Springer E4 ist immer ein Problem. Und nach der kurzen Rochade freut sich der König aber nicht gerade, dass er im Endspiel das Zentrum verlässt. Im Endspiel muss der König natürlich mitkämpfen. Und nach Turm A2 bekommt Schwarz hier den Bauern wieder. Und es geht hier noch ein bisschen weiter. Also wenn man hier wirklich ganz gewissenhaft vorbereitet sein will, dann muss man noch ein bisschen weiter mit der Engine schauen. Aber am Ende schafft Schwarz hier den Ausgleich. Das war sicherlich Vincent auch bekannt, aber der Zug Dame C5 nicht, denn hier dachte Vincent 24 Minuten lang nach und spielte dann Springer BD7. Dame A3, Läufer B7, soweit so gut, alles in Ordnung, der Computer beschwert sich nicht. Vincent schafft es, diesen Bauern zu decken, jetzt die kurze Rochade und spielt jetzt Springer E4. Und hier hat mir der Zug von Barham sehr gut gefallen. Ihr seht das, die Stellung ist ungefähr im Gleichgewicht, der Balken gibt nicht allzu viel her. Schwebt so ein kleines bisschen oder über der Mittellinie. Aber der Zug von Magsodlou, finde ich, ist richtig klasse. Und das ist der Zug Springer B1. Eigentlich sollte man sich ja nach vorne entwickeln, nicht rückentwickeln. Aber hier ist eine kleine Ausnahme. Weiß würde gerne vielleicht mal diesen Springer mobilisieren, aber das geht nicht, weil der hier hängt. Und nach Springer schlägt E4, Läufer schlägt E4, hängt dieser Bauer manchmal. Naja, gut, der Turm müsste dafür natürlich gezogen haben. Wenn der Springer zieht, dann wird getauscht und dann hängt der Bauer wirklich. Und Dame D5 ist ein schöner, solider, stabiler Zug, der hier die Festlung aufnimmt und dann kann der Springer nicht mehr beliebig, sondern nur noch auf diese Felder zurückziehen. Und Schwarz hat aktive Figuren und sollte keine Probleme haben. Andere Züge waren natürlich auch möglich, irgendein Turmzug ist hier denkbar. Aber Springer B1 ist eine schöne Ressource, um
das Spiel für Schwarz zu verkomplizieren, ihm ein paar unangenehme Fragen zu stellen. Erstens. Es ist Knight E4, Knight B1. Das ist der Punkt, was he couldn't play Knight G5. Because of Knight G5, Bishop G2. And Knight take E6. Oh. Because Queen D5. Yes, Queen D5, I have Knight F4. Very nice. Yes. Tactics. So, so that's why Knight B1 is really useful. Okay, he played Knight D5. I saw that he can play Knight D5, but I knew that Rook C1 is part of the plan, and he has to be in time to play Knight B4. But here I was calculating a lot, and I couldn't see that why Rook takes C4 is not good after Knight B4, because, I mean, it looks like a free pawn. Yes. Erstens hat der Springer hier ein wunderbares Feld und zweitens kann man jetzt vielleicht auch mal so eine Art Festung hier ausnutzen. Musste man natürlich vorbereiten mit diesem oder jenem Zug. Aber die weiße Stellung spielt sich hier recht einfach und es fühlt sich so an, als wären diese beiden Bauern schwächer als dieser und dieser. Gut, der kann sowieso noch verteidigt werden. Springer B1. Und hier machte Vincent eine kleine Ungenauigkeit, beziehungsweise vor allem im nächsten Zug hier, Springer B4. Er opfert diesen Bauern, aber ich glaube, er hat da eine kleine Ressource in der Folge übersehen, wonach er nicht genug Kompensation bekommt für das geopferte Material. Turm schlägt C4 und jetzt Springer D6. Ich denke, der geplante Zug war hier Läufer A6, um diesen Bauern zu bekommen. Das Problem ist nur, nach Turm C1, das ist das einzige Feld, komischerweise, auf der ganzen C-Linie. Alles andere ist natürlich mindestens einmal kontrolliert, aber na, Turm C1 ist ja okay, da kam er her, da ist ein sicheres Plätzchen. Läufer E2 kommt hier Dame E3 sehr stark und Schwarz hat ein Problem. Das ist ein Doppelangriff, den man natürlich schon auflösen kann, ohne die Figur zu verlieren mit Läufer schlägt F3, aber nach Läufer schlägt F3 ist das hier eine Festung und wenn der Springer wegzieht, hat man eine Qualität weniger und verliert dann die Partie technisch. Und nach F5 hat man einen ganzen Bauern weniger und auch noch einen ganz schwachen Isolierten auf der E-Linie. Ja, und das ist natürlich nicht schön. Engine sagt hier, Springer C3 ist übrigens noch ein bisschen genauer, um die Koordination zu wahren für Weiß. Aber auch Dame E4 ist natürlich ein Problem. So viel Feinheit muss da aus der Ferne nicht sein. Dame E4 ist gut genug und aus der Nähe kann man dann noch weiter optimieren an Pahams Stelle. Ja, und Läufer A6 funktioniert dann eben nicht ganz. Und dann war Vincent gezwungen, umzuplanen. Aber es ist zu spät, er hat einen Bauern weniger, spielte hier Springer D6, versuchte dann mit dem Minusbauern noch halbwegs zähe Widerstand zu leisten. Aber der wurde nach und nach von Paham Maksodlu, dem iranischen Spitzenspieler, und übrigens auch Weltranglisten-Tabellennachbarn von Vincent, gebrochen, dieser Widerstand. Kam Turm C5. Ja, die nächsten Züge können wir ein bisschen schneller machen. Springer E4, Turm C1, E5. Das ist eine hübsche Idee von Vincent, aber bringt leider nicht so viel. Die Idee ist hier, hängt der Bauer auf D4 und das ist auch ein unangenehmer Doppelangriff. Und nach D schlägt E5 könnt ihr euch selbst mal fragen, wie es hier weitergehen könnte. Eine kleine Taktik zugunsten von Schwarz. Also haltet gerne wieder kurz das Video an. Wir wollen nämlich nicht nur unterhalten werden, sondern auch was lernen. Und fragt euch, wie kann Schwarz hier ein bisschen Material zurückgewinnen? Ich löse auf. Es ist der Zug Springer C2. Wunderhübsch. Nach Turm schlägt kommt das Schach mit Dame D1. Springer E1 würde jetzt zwar den Turm decken und auf den ersten Blick erstmal nur den Springer verlieren, aber auf den zweiten Blick ist das hier schon beliebig matt. Matt in 1. Natürlich würde man hier stilistisch wertvoll Springer schlägt G3 Doppelschach matt machen. Wie häufig hat man schon die Gelegenheit, mit einem Doppelschach matt zu setzen? Wahrscheinlich häufig, denn das Mattzeichen, diese Raute-Taste, ist ja quasi 2 Plusse für Schach. Aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht in dieses Video. In der Partie kam Dame E3, ein sehr präziser Zug von Paham, der den Bauern einfach deckt und hier diesen Bauern auch überdeckt und hier ein paar Fragen stellt. Diese Fesselung ist nach wie vor ein bisschen problematisch und vor allem hier den Damentausch initiiert. Dem kann Vincent mit Dame B8 zwar noch ausgleichen, aber jetzt hat Weiß einfach einen gesunden Mehrbauern. Also Schwarz hat kein Gegenspiel, keine Kompensation, es ist auch noch ein Zentrumsbauer und Weiß halt auch nicht weniger aktive Figuren. Es sieht sogar so aus, als wäre dieser Bauer schwächer als dieser Bauer.
Die nächsten Züge können wir wieder ein bisschen schneller spielen. Auch die Spieler mussten hier am Tempo ein kleines bisschen anziehen, denn die Zeit wird ja naturgemäß Richtung Zug 40. Wir sind hier gerade in Zug 30, ein kleines bisschen knapper. Wunderbare Konstellation hier mit dem Stützpunkt im Zentrum, die Krake in der Mitte mit den 8 Armen und dann auch noch abgesichert vom eigenen Bauern. Auch dieser Springer ist auf einem Stützpunkt, aber der steht natürlich viel mehr abseits des Feldes. Und dieser Bauer auf A5, der ist auch bei weitem nicht so stabil wie der hier auf E3. Turm B8, B3. Ja, wir machen die nächsten Züge wieder ein kleines bisschen schneller. Ich zeige euch dann, wir konzentrieren uns auf die Highlights. So, Weiß hat alles im Griff und jetzt geht es langsam an diesen Bauern. Weiß hat stabilisiert, alle seine Figuren aktiviert und versucht jetzt Ideen gegen diesen Bauern mit Ideen gegen den gegnerischen König miteinander zu kombinieren. Denn dieser Mehrbauer am Königsflügel, der muss ja auch irgendwas wert sein in diesem Fall. Zusätzliche Königssicherheit, denn auch dieser Springer ist ein bisschen weit weg von seinem eigenen König, kann dann natürlich nicht gut verteidigen. Etwas ungenau war der Zug Springer F3. Trotzdem andere Züge, wie zum Beispiel König G2, einfach erstmal den Ball ein bisschen flacher halten oder auch mit der Dame zurück und woanders hin, vielleicht über F4, dann so also Dame hier hin dann vielleicht und hier ein bisschen Druck machen. Das gefällt der Engine etwas besser. Der Zug war hier Springer C6. Danach hat Weiß etwas weniger, aber immer noch, wie ihr seht, klaren Vorteil in der Partie. Kam aber der Zug Dame C6 und das geht jetzt in ein Endspiel über, was einerseits logisch ist, weil der schwarze König doch etwas anfälliger ist als der weiße. Andererseits in dieser Konstellation die weiße Gewinnführung erleichtert, denn dieser Bauer wird dann schnell zur Schwäche und Weiß hat nicht nur den Mehrbauern, sondern auch noch eine Schwäche weniger und die aktiveren Figuren. Der Springer ist röntgenmäßig gedeckt, deswegen kann die Dame hier gedeckt werden vom Turm. Wunderbare Konstellation. Und nach dem Tausch sehen wir gleich, der Bauer wird unter Druck gesetzt, Springer C6. Und jetzt konnte Parham den Springer nach C4 manövrieren und den Bauern nochmal angreifen. Ja, und das reicht dann natürlich zum Gewinn. Auch hier, selbst wenn man dieses Manöver aus der Ferne nicht sieht, Springer D2, Springer C4, da sage ich meinen Schülern immer, ein Bauer mehr, das ist so 50-50, manchmal reicht zum Gewinn, manchmal nicht. Aber Bauer plus noch irgendwas dazu, in diesem Fall die aktiveren Figuren und der schwächere isolierte Bauer am Damenflügel, das reicht safe zum Sieg. Und ja, dieser Plan mit Springer D2 ist natürlich schön und passend, aber auch ohne diesen Plan sollte das technisch gewonnen gewesen sein. Ja, Parham ließ sich hier natürlich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, zogen hier ein bisschen hin und her, dann war der Bauer fällig. Und ja, hier war wahrscheinlich die Idee von Vincent, die Verteidigungsidee aus der Ferne, den Turm hier passiv nach A3 zu zwingen. Aber es ist nicht weiter schlimm, denn der König kann bald helfen und den Turm ablösen. Dann kann der Turm wieder aktiv werden, zum Beispiel einfach über A2, um diesen Bauern nochmal sicherheitshalber zu decken, recycelt werden. Und dann ist auch dieser Freibauer natürlich ein durchaus ernstzunehmender Kollege. Mit zwei Mehrbauern im Turm im Spiel. Sollte nicht so schwer sein. Mit Springen auf dem Brett sind immer noch Gabeln drin, technisch ein bisschen anspruchsvoller, aber auch das löste Parham dann in der Folge sehr souverän. Man muss hier natürlich hochkonzentriert bleiben, nicht abschenken, präzise spielen, ja, zum Beispiel solche Motive hier sehen, dass der Bauer nicht hängt. Sonst ist es schwierig, Fortschritte zu machen, aber wir reden hier natürlich von absoluten Vollprofis, absoluten Weltklasse-Spielern und das schaffen die dann schon. Zumindest in dieser Partie. So. Ich habe das jetzt ein bisschen schneller durchgeklickt. Der König steht ja auch halb auf einem Mattnetz da oder hier oder überall. Abzüge sind natürlich drin. Jetzt hängt der Turm erstmal. Aber der zieht jetzt, hängt der Bauer F6 und Turm G7 nebst Aufgabe. Schwarz verliert jetzt einen zweiten Bauern. Und das wollte sich Vincent dann nicht mehr zeigen lassen. Gab die Partie geschlagen. Eine sehr starke Vorstellung von Parham. Die Top-Spieler, die machen das natürlich immer so einfach aussehen. Dahinter steckt aber sehr viel Arbeit, sehr viel Konzentration, Variantenberechnungen, unterschiedliche strategische Überlegungen, ein gutes Zeitmanagement und so weiter. Aber eben das ist charakteristisch für sehr starke Spieler. Sie machen es einfach aussehen. Und Vincent machte es an diesem Wochenende auch immer wieder einfach aussehen, nur halt leider nicht in dieser Partie. War aber auch im Stream am Freitag. Falls euch das interessiert, wie er sich da gegeben hat, wie er seine Partie eingeschätzt hat, die hat er natürlich analysiert und kommentiert, dann guckt euch diesen Stream live, re-live nochmal an auf unserem Kanal SC Viernheim.
Als nächstes möchte ich mit euch ganz kurz dieses Turmendspiel untersuchen, denn das war eines der entscheidenden Turmendspiele dieses Kampfs. Ihr seht das, David Anton konnte hier Nikita Vityugov, der seit neuestem nicht mehr unter der russischen, sondern unter der englischen Flagge spielt, mit Schwarz besiegen. Das ist ein ziemliches Husarenstück. Die beiden sind Elo-mäßchen zwischen deutlich näher aneinander. David hat Elo gewonnen von hier aus. Das ist ja die Zahl vom Anfang der Saison. Und Vityugov hat ein bisschen verloren. Trotzdem mit Schwarz so einen bärenstarken Spieler zu besiegen, das war schon ein Big Point, kann man sagen. Und in diesem Turmenspiel hat Schwarz einen Bauern mehr. Die Frage ist nur, wie lässt sich das gewinnen? Der Bauer ist natürlich auch auf der zweiten Reihe, könnte man gemäß meiner Daumenregel sagen, okay, Bauer mehr und ein Zug vor der Umwandlung müsste eigentlich reichen und das stimmt auch in diesem Fall. Ja, der Plan ist, diesen Turm anzugreifen. Der darf natürlich nie schlagen oder sich irgendwie anderweitig von der A-Linie wegbewegen, sondern muss dann auf der A-Linie weichen und dann wäre die Idee, mit dem König hier ranzulaufen und sich dann hier irgendwo reinzuschlängeln später und das letzte Schach auf der B-Linie mit dem Turm zu parieren und dann sich eine Dame zu holen. Dementsprechend ist es leicht herauszufinden, wie die weiße Verteidigungsidee aussehen muss. Er kann nicht mit dem König ran, weil dann diese Bauern sehr schwach werden, selbst wenn er das hier zum Beispiel schafft und dann zu weit mit dem König weg ist, dann fallen hier beide Bauern und dann hat Schwarz zwei verbunden. Auch wenn er diesen verliert, ist das dann technisch leicht gewonnen. Entsprechend muss Weiß hier am Königsflügel Gegenspiel schaffen und am besten seine Bauern so weit wie möglich nach vorne bewegen, vielleicht mit dem König reinlaufen und versuchen, die Zeit, die Schwarz brauchen wird, um seinen König nach vorne zu bringen und den weißen Turm zu gewinnen, eben dafür zu nutzen, um selber einen Freibauern zu schaffen. Schauen wir mal, wie das in der Praxis aussieht. Erstmal König F3, der kann ja jetzt noch nicht nach vorne, weil der Bauer hängt. Und Schwarz bleibt seinem Plan treu. Jetzt will der König hier reinlaufen, aber David bremst ihn ein bisschen aus mit dem Zug G6. Turm F2 war vielleicht etwas präziser sogar, um den König abzuschneiden. König E3 ist dann natürlich ein bisschen störend, aber hier kann man jetzt nach H2 und da steht der Turm in einigen Varianten dann natürlich schon etwas nützlicher, wenn der König wieder reinlaufen möchte. Aber wir wollen hier keine Haare spalten, sondern das Endspiel verstehen und das machte David dann schon sehr gut, zeigte eine hervorragende Technik und gewann das Endspiel. König E5 wäre hier etwas genauer gewesen, dann gibt es Turm F2, das war sicherlich die Idee von David Anton, aber es geht noch weiter, Weiß kann sich wehren. Nach H4 springt die Engine, wie ihr seht, am Balken sofort um in Haushoch gewonnen für Schwarz. Allein, man muss es natürlich noch nachweisen. Ja, David folgt hier weiter seinem Plan. Hier am Königsflügel passiert erstmal nichts. H5 und jetzt war es sehr wichtig, G5 zu spielen. Beziehungsweise er kann erstmal noch das Tempo gewinnen. Der Bauer läuft natürlich nicht durch, das ist kein Problem. Man hätte auch sofort G5 spielen können an dieser Stelle, aber König B8. Sieht natürlich nochmal ein bisschen schicker aus, das Tempo mitzunehmen. Turm muss weg und dann G5. Nicht hier tauschen, das wäre wahrscheinlich tatsächlich im Remis geendet, sondern diese Bauern muss man noch behalten. Grundsätzlich ist das eine wichtige Daumenregel. Wenn man auf Gewinn spielt, ist es gut, Bauern zu behalten, aber Figuren zu tauschen. Nicht, wenn man auf Gewinn spielt, sondern wenn man im Endspiel etwas mehr hat, dann ist das häufig eine gute Regel. Denn wenn man am Ende eine Figur mehr hat, aber keine Bauern, kann man sich davon auch nichts kaufen. Aber wenn man noch viele Bauern auf dem Brett hat, dann ist eine Mehrfigur natürlich Gold wert. König E5, König B7. Ja, das weiße Gegenspiel ist hier an diesen Bauern ranzukommen, aber das geht natürlich nicht immer, so wie hier, weil dann Schwarz die Brücke baut und den Bauern umwandelt, beziehungsweise hier, da ist Weiß natürlich viel zu langsam. Das gewinnt Schwarz schon beliebig. Am einfachsten holt er jetzt den König ran. Das ist häufig eine gute Daumenregel, wenn der Turm gegen einen oder zwei Freibauern kämpft. Als erstes den König ran und der Turm kann noch relativ flexibel eingreifen. Wir wissen noch nicht, ist er von hinten am nützlichsten einsetzbar oder von der Seite oder von oben, vielleicht auch von Turm H8, Turm A8, falls H8 dann später Dame droht. Deswegen direkt im Sturzflug mit dem König vor die Bauern. Ist häufig eine gute Strategie und das ist auch hier klar gewonnen. Spielt er also deswegen König F5, nicht König F6, weil der läuft ja in dieses Schach rein. König F5 kam also in der Partie, Turm B2 verliert erstmal ein Tempo. Weiß es in so einer Art Zugzwang, weil wenn er mit dem Turm hochläuft, dann bekommt er entweder sofort oder einen Zug später ein Tempo. Also ein Angriff, wodurch Schwarz ein Tempo gewinnt. Turm A4 geschah, jetzt Turm C2.
stellt den Turm erstmal hier hin. Ich denke, die Idee ist später, dass man dann hier bis nach B1 durchlaufen kann. Sonst steht der Turm dem König da auf dem Feld B2 ein bisschen im Weg. So, und jetzt lief der König los. Darüber hinaus muss man ja nicht sofort seine Gewinnpläne realisieren. Das läuft ja nicht weg in so einer dominanten Stellung, wo du weißt ja, sich eh nicht wehren kann. Und jetzt spielte David sehr präzise König B5, Turm A8 und Turm F2. Schneidet diesen König ab und der Rest ist ziemlich einfach. Der läuft hier einfach rein im Schlängelkurs, weil der Turm ja häufig von hinten dann Schachs gibt. Und sobald das Schach auf B8 folgt, kann man den Turm dazwischen ziehen und ansonsten gewinnt man eben hier den Turm und weiß, kommt nicht zu Gegenspiel. Also eine richtig gute Leistung von David Anton mit einer Technik wie von einem starken russischen Großmeister hier vom spanischen Spieler. Also quasi den Gegner mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Die russischen Supergroßmeister sind natürlich dafür bekannt, eine exzellente Endspieltechnik meistens zu besitzen. Und damit kommen wir zur letzten Partie meiner Zusammenfassung und dem Highlight vielleicht dieses Wochenendes schlechthin. Hikaru Nakamura, die Nummer 3 der Welt, gegen den Ex-Weltmeister, den Tiger von Madras, Vishy Anand. Und Hikaru spielte das schottische Vierspringerspiel, eine Variante, die nicht besonders dafür bekannt ist, dass sie super scharf und kompliziert ist, für Schwarz I auszugleichen. mean, one thing that I've always been very good with when I've played Vishy is like I sort of get him in positions which he thinks are very, very boring, and then I mean, it's not like he falls asleep, but I think he sort of he loses control. I think it's just a very easy draw, nothing can happen, and I think today was another example where he made a couple of inaccurate moves. I mean, as Vishy mentioned after the game, of course, if he had just traded here something like this in A5, this should be completely fine. But it's also hard because optically it looks like White's a little bit better with its pawn structure, so you're not 100% sure if you should do that. Gleichen. Aber es ist eine Waffe, die er häufiger schon mal angewendet hat, zum Beispiel gegen Sergei Karjakin in einer entscheidenden Partie im Kandidatenturnier war das, glaube ich, und auch zu anderen Gelegenheiten. Und er spielte sich tatsächlich hier einen schönen Vorteil im Bauernendspiel schon vor einiger Zeit. Das ist aber die kritische Stellung, die ich mit euch beäugen wollte. Habe hier eingezeichnet, in welche Richtung die Bauern laufen. Es ist ja manchmal ein bisschen schwer, sich da zu orientieren, wenn es nicht so viele Bauern gibt. Also die Weißen nach oben, die Schwarzen nach unten. Und ja, eure Aufgabe war ja in der Zwischenzeit, während ich hier über 20 Minuten, über 25 Minuten rumgesabbelt habe, euch zu fragen, wie man hier Remis hält mit Schwarz. Das ist natürlich nicht trivial, man muss ziemlich tief in der Stellung drin sein, um das zu verstehen. Und wenn euch dieser Moment auch aus einer praktischen Perspektive der Superspieler interessiert, schaut unbedingt in die Live-Kommentierung von dieser Runde, Runde 10, mal rein, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Da erklärt Vishy wunderbar seine Gedanken und erzählt mir, dass er hier Turm F1, Moment, jetzt habe ich hier einen weißen Zug vergessen, ja, sorry, Turm D4, so stand es hier, dass er hier sehr stolz war, Turm F1 gefunden zu haben. Ja, er war mehrfach, hat er gesagt, in seinen Partieanalysen, er hat noch eine andere Partie mir gezeigt, stolz auf seine Züge, denn das war hier in diesem Fall wirklich der einzige Zug, der die Partie Remis hält. Also erst einmal spielte Hikaru Turm D4, um den Bauern aufzuhalten und gleichzeitig hier den Regenschirm für den König aufzuspannen. Wir kennen ja dieses Motiv der Brücke, des Brückebauens, auch schon aus dem vorigen Endspiel. Turm D4 und Turm F1 ist ein wirklich seltsamer Zug, weil der Turm steht genau richtig an dieser Stelle und eigentlich müsste man hier mit dem König diesen Bauern unterstützen. Also der ist total unlogisch, aber er funktioniert und er ist gut, weil er funktioniert. Jetzt kommt halt F4 im nächsten Zug, A5, F4. Und wichtig ist, dass zum Beispiel nach A6, F3, A7, Turm A1, Turm A4 nimmt, nimmt, Schwarz sich ebenfalls eine Dame holt und Weiß in vielen Bauernendspielen diesem Wettrennen ausgeliefert ist, wo dann beide eine Dame bekommen und das ist natürlich hier Remis, der Habauer ist viel zu schwach, um hier ernsthafte Gewinnchancen zu haben. Und auch wichtig ist, dass dieser König auf B5 schon ein bisschen zu weit weg steht, weil er hier häufig dann nicht mehr in dieses Quadrat kommt. Ja, deswegen war Turm F1 so ein brillanter Zug. Der ist wirklich sehr, sehr schwer zu finden. Und in der Live-Kommentierung hatte ich schon die Prognose abgegeben, beziehungsweise die Hoffnung vielmehr, dass Vishy den nicht finden würde, weil der war wirklich so, so schwer zu finden. Ich weiß gar nicht, ob wir Kommentatoren den gesehen haben. Oder vielleicht nur mit Engine-Hilfe, aber Vishy hat es geschafft
und hat sich damit das Remis verdient. Es ging dann weiter mit A5, F4, Turm B4, F3 und Turm B3. Jetzt ist es wichtig, nicht F2 zu spielen, denn jetzt gewinnt Weiß tatsächlich mit Turm B2. Das ist ein bisschen kompliziert, aber der Turm kann jetzt halt nicht ziehen, weil der Bauer hängt. Der kann auch hierhin nicht ziehen, weil dann nehmen wir den einfach. Und sonst läuft dieser Kollege einfach durch. Zum Beispiel König G6, A6, König G5 und jetzt König B6, König F4 oder H4, das ist hier egal. Weiß ist gerade rechtzeitig, um den Turm zum Ziehen zu bewegen. Und jetzt König H3 zum Beispiel, ja, kann man hier mit Turm F8 einfach gewinnen. Aus den Schachs läuft man dann einfach so raus, ohne auf die A-Linie zu gehen, sonst kriegt man dann natürlich den Spieß. König G6 folgte also in der Partie. F2 durfte man hier nicht spielen. A6, König G5. Das war wieder ein sehr präziser Zug und auch auf den war Vichy sichtlich stolz. Denn König F5, das hat er schon aus der Ferne natürlich dann gesehen. Und aus der Ferne war das umso komplizierter. Verliert er diesen Bauern und dann kann der Turm nach dem Gegenangriff gegen den Turm auf die siebte Reihe und dort den Bauern decken. Der Rest ist einfach. Das hätte sogar ich wahrscheinlich gegen Vishyanath gewonnen. König G5 war hier die genaue Fortsetzung nach König B6, König F4, H4. Naja, jetzt war egal, was Weiß probieren würde. Turm A1, Turm B2, König G4 holt sich noch diesen Bauern ab. Es ist natürlich trotzdem noch komplizierter, als ich euch zu machen versuche, glauben, ihr wisst schon, versuche glauben zu machen, aber wir können jetzt nicht in jedes Detail eintauchen. Dazu verweise ich, wie gesagt, nochmal auf den Livestream, die Live-Kommentierung. Am Ende fand hier Vichy alle richtigen Züge und ja, dann machten sie hier natürlich dann mit nackten Königen auf dem Brett das Remis. Reichen tat es trotzdem nicht für die USG Baden-Baden. Der Kampf ging dann mit 6 zu 2 am Ende aus und 4, Quatsch, nicht 6 zu 2, sondern 5 zu 3. Natürlich hätte 6 zu 2 ausgehen können mit ein bisschen Glück, aber 5 zu 3 ist natürlich auch viel mehr, als wir brauchten. 4 zu 4 hätte uns schon glücklich gestimmt, aber 5 zu 3 ohne auf irgendeinem Brett auch nur irgendwelche Gefahren gehabt zu haben, also nirgendwo standen wir wirklich schlechter. Das ist schon eine Meisterleistung und jetzt ist die Bundesliga-Saison natürlich noch nicht vorbei, geht noch über zwei Doppelrunden, vier Runden insgesamt, aber es müsste schon mit dem Teufel zugehen, als dass die Viernheimer-Mannschaft sich hier die Butter noch vom Brot nehmen lassen würde. Ich zeige euch die Tabelle einmal kurz, das ist allerdings schon inklusive der 11. Runde. Dazu kommt das Highlight-Video noch, deswegen schaut hier mal bitte nicht zu genau hin, sonst wisst ihr vielleicht sogar, wie das nächste Match ausgegangen sein wird. Schaltet stattdessen lieber hier beim SC Viernheim YouTube-Kanal wieder ein, wenn mein nächstes Highlight-Video hochgeladen wird. Ja, also wir sehen, wir haben hier drei Mannschaftspunkte mehr als Baden-Baden und sind kaum noch aufzufangen. Die Sportsfreunde vom Liga-Orakel, diese Webseite kann ich nur empfehlen. Einfach Liga-Orakel Schach googeln, haben es ausgerechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Viernheim Meister wird, liegt bei 99,8%. Aber auch die anderen Vereine bezüglich Abstieg oder Nichtabstieg und den jeweiligen Platzierungen ist interessant zu beobachten, wo die so stehen. Das ist hier nach Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber auch gegen wen muss man noch spielen, wie gut sind die Mannschaften. Alles ausgerechnet, eine wunderbare Webseite und hier seht ihr auch auf der linken Seite, dieses Orakel gibt es nicht nur für die Bundesliga, sondern für sämtliche Ligen. Kann ich nur empfehlen. Hier ist nochmal die Tabelle aus Chess.com-Sicht. Hier gibt es für einen Mannschaftssieg einen Punkt, wie halt eine Partie zu gewinnen und für einen Unentschieden gibt es einen halben. Ja, kann man sehr schön Mouseover machen und gucken, wie die einzelnen Kämpfe ausgegangen sind. Wir sehen auch hier Viernheim mit 11 Punkten, also 22 Mannschaftspunkten eigentlich, aber 11 Punkten nach dieser Rechnung, anderthalb vor Baden-Baden. Das heißt, eine Niederlage kann sich Viernheim noch erlauben und wäre dann immer noch Tabellenführer. Und wir hoffen, dass da keiner mehr da ist, der uns ein Beinchen stellen kann. Auch wenn wir noch gegen Werder Bremen und auch Kirchweih, Dritt- und Fünftplatzierte, spielen müssen, ja, dürfte das doch trotzdem hoffentlich reichen. Ich hoffe auch, ihr Zuschauer drückt uns die Daumen, dass wir die Ägide des USG Baden-Baden, der USG Baden-Baden endlich brechen können. 13 Meistertitel am Stück, das sind ja schon bayerneske Verhältnisse, aber diese Saison ist Leverkusen dran. Und damit beende ich dieses Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren,
die Glocke zu aktivieren, sodass ihr benachrichtigt werdet. In den nächsten Tagen, Wochen und auch Monaten kommen hier etliche grandiose Clips auf unserem YouTube-Kanal noch hoch. Interviews mit Weltklasse-Spielern, Ausschnitte aus den Live-Kommentierungen und andere Bonbons aus unserem Fundus. Wir waren sehr professionell aufgestellt in Sachen Kameras und Equipment und auch Co-Kommentatoren für mich und Techniker und alles Mögliche. Also da könnt ihr euch auf einiges noch freuen. Auch ich durfte sogar ein Interview geben. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Drückt die Daumen, dass das klappt mit dem Meistertitel. Lasst ein Like da, gerne auch einen Kommentar. Schaut auch mal auf den anderen sozialen Medien Kanälen von SC Viernheim vorbei. Wir haben einen Facebook-Account, wir haben Instagram, wir haben... einfach googeln, dann findet ihr alle unsere Accounts. Auch bei Instagram ganz tolles Footage von vor Ort. Großartige Veranstaltung war das... war der Konsens, war das Resümee von vielen Besuchern und auch Spielern, auch Organisatoren. Also alles in allem eine runde Sache. Und jetzt wird es nach 35 Minuten knapp. Zeit für mich, das Video zu beenden. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und ciao.